Zertifikate aktuell, liebe Zuschauer. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und welches Thema, wenn nicht der Goldpreis, wäre jetzt passender denn je? Ja, es stimmt natürlich, dass das Rekordhoch des Goldpreises über die Marke von 2000 US-Dollar pro Feinunze jetzt schon ein paar Tage zurückliegt. Mittlerweile ist der Goldpreis etwas zurückgekommen, aber die Umstände, die den Goldpreis dahin getrieben haben, die dürften ja mittlerweile allbekannt sein. Das heißt, wir haben natürlich einen schwachen Dollar gesehen. Auf der anderen Seite natürlich auch noch, dass eben die Furcht vor einer möglichen zweiten Welle, einem möglichen Lockdown und den wirtschaftlichen Umständen dementsprechend die Anleger das Fürchten lehrte. Was das allerdings im Zertifikatebereich jetzt mit sich bringt, was das für Sie als Anleger bedeutet und welche Möglichkeiten Sie diesbezüglich haben, darüber spreche ich jetzt mit Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Herr Blumenroth, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ich habe es gerade schon mal angesprochen, der Goldpreis ist mittlerweile wieder etwas zurückgekommen und die Gründe, weshalb er zuvor gestiegen ist, die sind ja bekannt. Aber weshalb sehen wir denn jetzt den Preis wieder etwas abgeben? Ja, das hängt meiner Ansicht nach hauptsächlich mit Gewinnmitnahmen zusammen. Wir haben ja die Gründe, die Sie angeführt haben, sind ja weiterhin intakt. Der Dollar ist eher auf dem absteigenden Ast, auch wenn er sich jetzt gerade nach den Arbeitsmarktdaten aus den USA am vergangenen Freitag etwas erholen konnte. Also hier sieht man so eine leichte Erholung des US-Dollar, was auch auf den Goldpreis so ein bisschen Einfluss hat. Nichtsdestotrotz haben wir ja gerade erst das Allzeithoch gesehen, was Sie erwähnt haben, 2075 Dollar, die Unze wurden Freitagnacht gehandelt. Der Grund dafür war vielleicht auch gerade am Freitag so die Unsicherheit, ob die USA das Fiskalpaket, was allgemein von den Märkten erwartet wird, ob das jetzt durchgehen wird. Das hat Donald Trump erstmal auf dem Verordnungswege, hat er einige Erleichterungen auf den Weg gebracht. Also da sieht es so aus, als würde in den USA tatsächlich noch ein weiteres Fiskalpaket kommen. Das vierte wäre das dann, glaube ich, was dann auch wiederum die Märkte, an die Aktienmärkte besonders erfreulich zur Kenntnis genommen haben. Und das ist wahrscheinlich meiner Ansicht nach der Grund momentan. Wir sehen eine Erholung an den Aktienmärkten. Gerade in Europa sehen wir heute sehr einen sehr starken Aktientag bis jetzt. Und das bedeutet, Anleger, die jetzt Gold als sogenannten sicheren Hafen erworben haben, die sich also gegen diese Unbillen, gerade wegen Covid-19 und vielleicht auch geopolitischen Gründen, Konflikt USA-China, die halt, wie gesagt, deswegen Gold als sicheren Hafen erworben haben. Einige von denen sind ja jetzt schon länger dabei, die haben vielleicht Gold bei 1500, 1600 Dollar die Unze gekauft. Jetzt waren wir über 2000 Dollar die Unze gewesen, da kann man auch mal die Gewinne mitnehmen und ich glaube, das ist momentan das Motto der Stunde am Goldmarkt. Und einhergehend mit der Corona-Krise ist natürlich auch die Inflationsangst allgegenwärtig. Welche Rolle spielt die denn jetzt beim Goldpreis noch? Die spielt meiner Ansicht nach eine sehr hohe, also ich würde jetzt auch die Goldrallye nicht endgültig abschreiben, weil der Grund dafür ist ähnlich wie damals bei der Finanzkrise 2008, 2009. Die Zentralbanken haben weltweit ihre Zinsen auf Niveaus gesenkt, die an der Nulllinie dran sind oder in der Nähe der Nulllinie. Wichtigsten natürlich, was hat die US-Notenbank gemacht? Dort wurden die Zinsen auch wieder von dem Niveau, was letztes Jahr so 2-3% waren wir gewesen, was die Leitzinsen angeht. Viele Marktbeobachter hatten weiter steigende Zinsen erwartet. Jetzt sind die Leitzinsen in den USA zwischen 0 und 0,25%. In der Eurozone sind sie bei 0%. In Japan sind sie seit Generationen bei 0%. Schweiz, England, alle großen Industrieländer haben die Zinsen Richtung Nullpunkt gesenkt. Aber wir haben ja gleichzeitig immer noch positive Inflationsraten. Das liegt teilweise an Lebensmitteln, an Rohstoffen. Die Ölpreise sind ja wieder gestiegen. Kupferpreise, Base Metals und andere Metalle sind gestiegen seit ihren Tiefständen im April und Mai. Und das bedeutet, die Inflationsrate ist positiv. Die Zinsen sind bei Null oder wenn man deutsche Staatsanleihen kauft, sogar negativ. Das bedeutet, wir haben momentan, wenn ein Anleger Geld anlegen würde auf dem laufenden Konto oder in Anleihen, würde er nach der Inflation Geld verlieren. Es gibt negative Realzinsen. Die Inflationsrate ist höher als das, was der Anleger an Zinsen bekommt. Und auf längere Sicht erwarten viele Marktbeobachter natürlich schon, dass diese Geldflut, die die Zentralbanken und auch die Regierung momentan ja in die Märkte hineinpumpen oder halt in die Länder hineinpumpen, auch dieser EU-Wiederaufbaufonds oder die USA, vier Fiskalpakete demnächst, dass die irgendwann inflationstreibend wirken. Und deswegen kaufen die Investoren momentan Gold, weil sie davon ausgehen, dass Gold ihnen einen gewissen Schutz vor der Inflation bietet. Dieser jüngste Rücksetzer, diese Gewinnmitnahmen beim Goldpreis, laden die jetzt zu einem Einstieg ein?
Ja, sagen wir mal so, war sicherlich mal nötig gewesen, dass da eine Korrektur kommt, weil wir haben uns jetzt eigentlich, wenn man sich das Chart anschaut, ungefähr seit Anfang Juni nur gab es nur eine Richtung nach oben. Es gab so gut wie gar keine Korrektur so richtig. Deswegen war eine Korrektur jetzt mal überfällig gewesen. Ist natürlich jetzt sehr schwer zu sagen, wann der Kehrpunkt erreicht ist und der Goldpreis wieder aufwärts gehen könnte. Also tendenziell denke ich schon, man müsste jetzt vielleicht erstmal ein, zwei Tage abwerten, ob sich diese Korrektur fortsetzt oder ob wir wieder die 2000 Dollar, die Unze-Marke, nachhaltig übersteigen können. Wir haben in den letzten Monaten sehr viele Zukäufe von Anlegern in ETFs gesehen, also in börsengehandelten Goldprodukten oder Produkte, die mit Gold hinterlegt sind. Jetzt haben wir gerade in den letzten Tagen tatsächlich gesehen, das erste Mal seit März, dass wieder diese Produkte verkauft wurden, also dass die Anleger Gewinne mitgenommen haben in Gold. Und solange dieser Trend anhält, das kann es sein, dass wir noch ein paar Tage haben, vielleicht auch die Woche oder vielleicht auch noch ein bisschen länger im August, wäre ich vielleicht ein bisschen vorsichtig mit vollem Risiko in den Goldmarkt einzusteigen. Man sollte das vielleicht eher mit einem Teil dessen, was man investieren möchte, das Ganze begleiten oder vielleicht, wie gesagt, nochmal drei, zwei, drei Tage abwarten, wie die weitere Preisentwicklung bis zum Ende der Woche sein wird. Herr Blumenroth, was eignet sich denn überhaupt für wen? Also in physisches Gold investieren, in Goldminen oder auch Investitionen im Bereich der Zertifikate? Also ich würde da eher den Bereich der Zertifikate empfehlen. Und zwar deswegen, kommen wir mal ganz kurz zu den anderen. Physisches Gold hat man sehr, sehr hohe Spannen zwischen An- und Verkaufskurs. Bedeutet, wenn man Gold physisch kauft, muss das Gold schon sehr stark steigen, damit man das, wenn man es wieder verkaufen möchte, einen besseren Preis bekäme. Goldminenaktien sind sowas, haben so eine Art eingebauten Hebel. Also wenn der Goldpreis, sagen wir mal, um 1% steigt, kann sein, dass eine Goldminenaktie um höheren Hebel steigt, also 3 oder 4%, und natürlich ist umgekehrt genauso, wenn der Goldpreis fällt oder korrigiert wie jetzt gerade, dann verlieren auch Goldminenaktien mehr. Jetzt für den Anleger, der jetzt nicht unbedingt sehr stark mit hohen Hebeln unterwegs sein möchte, bieten sich tatsächlich Zertifikate an. Es gibt natürlich die Möglichkeit, Gold-ETFs, also börsengehandelte Produkte zu erwerben, die man dann auch jederzeit schnell wieder an- und verkaufen kann zu geringen Geldbriefspannen. Und ansonsten gibt es eine Menge Zertifikate, die entweder den Goldpreis 1 zu 1 tracken bzw. widerspiegeln. Man kann das Ganze auch währungsgesichert haben, wenn man den Währungseffekt, den Euro-Dollar-Kurs ausschließen möchte. Könnte gerade momentan ziemlich sinnvoll sein, weil der Euro gegen den Dollar zugelegt hat. Währungssicherung würde bedeuten, dass der Anleger sich um diesen Währungseffekt nicht kümmern muss. Oder aber für Anleger, die jetzt tatsächlich noch eine Fortsetzung dieser Rallye erwarten, wäre es momentan vielleicht auch überlegenswert, so klassische Optionsscheine im Bereich Calls anzuschauen, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind, weil die Volatilität gerade wieder ein bisschen zurückgeht. Bedeutet, diese Optionsscheine werden etwas günstiger. Aber auch hier muss man natürlich dann eine starke Meinung haben, dass der Goldpreis weiter nach oben tendieren wird. Also, Herr Blumenroth, eine wirklich breite Palette an Investitionsmöglichkeiten im Zertifikatebereich. Ich sage vielen herzlichen Dank für die Vorstellung und auch den Blick hinter die Kulissen sozusagen beim Gold. Und ich danke Ihnen für das Interview und wünsche Ihnen eine gute Zeit und einen kühlen Raum, an dem man sich aufhalten kann. Das ist richtig, sehr gut. Vielen Dank Ihnen auch. Liebe Zuschauer, das war's schon mit Zertifikaten aktuell für diesen Moment mit dem Goldpreis. Ich hoffe, es war spannend für Sie und es bleibt spannend für Sie, wenn Sie wieder einschalten. Tschüss.